Hallo, wieder, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für diese Woche, die letzte Woche Januar, für dich ist, ja? Schauen wir mal. Unter dem Deck haben wir die Herrscherin wieder, ja? Also eine wichtige Energie für dich, spricht für eine Mutter. Genau, und du wirst sehen, wer die Herrscherin für dich ist, ja? Ist, wie gesagt, eine ermächtigte Energie, ist die Königin aller anderen Königinnen. Also spricht, wie gesagt, für eine wichtige Person in deinem Leben. In dem Fall, wie gesagt, die Mutter deiner Kinder, der Vater deiner Kinder. Eine kreative Person, eine Mutter, wie gesagt, eine ist tatsächlich, ist diese Energie für dich da, ja? Der Gehängter, also hier gibt es eine gewisse Blockade oder keine Kommunikation mit dieser Person oder irgendwie ein Stillstand mit dieser Person. Ja, Sternzeichen Fische hier zu sehen. Ast der Schwerter, also gibt es hier einen irgendwie diese Situation mit der Energie. Dieses Nachdenken ist da wieder. Dieses Nachdenken sieht man in deinen Karten sehr viel. Also 5 der Schwerter, Ritter der Schwerter und 7 der Münzen. Irgendwie, wie ich es dir gerade gesagt habe, das Gefühl hier von Nachdenken und gerade sehe ich die Nummer 1414 in meine Uhr, ja? Also, man denkt nach, ja. Man denkt nach hier wieder über eine Person, über eine Energie und das sieht man schon, ja. Also irgendwie, es gibt auch ein bisschen Enttäuschung oder, ja, dass man halt, ja, das nicht bekommt, was man erwartet, eine Kommunikation nicht bekommt, irgendwie, man ist hier ein bisschen am Warten und man wartet irgendwie, dieses Gefühl von Warten und Nachdenken ist hier zu sehen. Wieder. Warte mal kurz, schau mal eine Sache. Es gibt hier schon ein bisschen von Misstrauischkeiten zu sehen, also irgendwie, ob hier kein Vertrauen wäre. Auch andere Menschen, die sich in der Situation involviert haben, wieder ist auch hier zu sehen. Menschen, die sich irgendwie dazwischen gestellt haben. Irgend so eine Situation ist hier auch zu sehen, ja. Ja. Kommen Veränderungen wieder. Sternzeichen Jungfrau auch zu sehen. Nochmals eine Karte, die fürs Nachdenken da ist, für Klarheit und irgendwie, ja, diese Situation von Loslassen, ja. Also das, ich spüre hier auch ein Gefühl von einen Schluss, ein Gefühl von Loslassen. Sternzeichen Fische, Krebs sehr stark zu sehen hier, Fische sehr stark zu sehen. Aber ich habe hier irgendwie mit Geheimnisse wieder zu tun oder Geheimnisse oder Sachen, die man nicht sagt. Also es gibt hier wenig Kommunikation. Ich würde sogar sagen, wieder, es gibt gar keine Kommunikation. Es gibt keine Kommunikation oder keine klare Kommunikation zu einer Person. Wir haben hier mit einem Karma zu tun, ja? Also wir reden hier über eine karmatische Situation mit einer Person. Eine karmatische Situation mit einer Person. Ja. Eine Klarheit einer Person, die irgendwie auf eine Wahrheit gekommen ist, auf eine Klarheit in einer Situation. Die Hohepriesterin ist hier. Also wir haben hier mit der Intuition zu tun.
Wir haben hier mit einer spirituellen Energie, mit viel Weisheit, viel Erfahrung und im Leben und irgendwie eine Situation, die im Geheimnis war, die klarer wird, eine Wahrheit, die irgendwie nochmals, schau mal hier, ich habe die Gerechtigkeit und die Karte das Gericht wieder. Also irgendwie sogar in manchen Fällen haben wir hier mit einer Scheidung, einer Trennung, eine juristische Kommunikation. Eine juristische Kommunikation ist hier zu sehen. Und nochmals muss ich dir sagen, wieder, wir haben hier mit Kommunikation, was mit einer juristischen Situation zu tun hat. Es gibt hier so ein Gefühl. Es gibt schon hier so ein Gefühl von eine rechtliche Sache, eine Kommunikation, die über das Gericht kommt. Und in manchen Fällen hat das mit einer Trennung, einer Scheidung zu tun. Also die Gerechtigkeit ist hier, ja. Also die Gerechtigkeit ist in deiner Kartenlegung zu sehen. Und wenn die Gerechtigkeit kommt, tatsächlich ist es so wieder, dass jeder bekommt, was jeder verdient am Ende, ja? Also die Gerechtigkeit ist weder gut noch schlecht. Die Gerechtigkeit bringt einfach eine Situation, wo, wie gesagt, jeder einfach bekommt, was jeder verdient. Ist eine Karte, die mit dem Schicksal zu tun hat. Und wir haben hier Karma und Schicksal. Beide Karten sind hier zu sehen. Wir haben hier mit Nummer 5, 5. Nummer 55, vielleicht ist wichtig für dich. Auf jeden Fall, ich habe hier mit Veränderungen zu tun. Und ja, ich habe hier natürlich mit einer Wahrheit, die aufs Licht kommt. Also hier kommt eine Klarheit, eine Wahrheit aufs Licht. Es kommen Veränderungen in deine Situation wieder. Ich denke, wir haben mit Rat des Schicksals zu tun. Rat des Schicksals, 7 der Münzen, 3 der Stäbe. Also es kommen Veränderungen, die deinen Zukunft stark beeinflussen wird, ja. Also diese Veränderungen, die kommen, sind positiv für dich, ja. Ich sehe hier schon eine Positivität, ja. Also du wartest möglicherweise, dass vielleicht, wenn du auch auf Geld, wenn das jetzt auf Münzen wirklich mit Geld zu tun hat für dich, eine Situation, die du jetzt sehr lang wartest, dass sich was verändert. Es kommen diese Veränderungen, ja. Also diese Veränderungen kommen schon in deinem Leben und die zeigen sich schon positiv für dich. Also 7 der Münzen zeigt schon eine Karte, die man Geduld gehabt hat. Also ich habe viel Geduld jetzt in der Situation gehabt, egal worüber wir jetzt hier reden, wieder, ob das Arbeit, Finanzen, Karriere, Wunschpartner ist, wie auch immer. Ich habe viel Geduld gehabt in dieser Situation. Es hat mit Zeit verbunden, aber diese Veränderungen kommen wieder. Die Veränderungen sind da. Ein Rat des Schicksals ist da. Diese Situation fängt an, sich zu bewegen. Und das wird deine Zukunft sehr beeinflussen, aber positiv. Also ich sehe eine positive Energie für dich, für die letzte Woche Januar wieder. Aber natürlich, was mit Geduld verbunden ist. Also es wird nicht von heute auf morgen gehen. Obwohl Rat des Schicksals ist da und die Situation fängt an, sich zu bewegen. Ja? Also das sieht man hier schon. Wenn ich dir ehrlich bin, wieder, ich sehe viel Reichhaltigkeit in deiner Situation. Ich sehe viel Reichhaltigkeit. Ich sehe Zukunft, ich sehe Beruf, ich sehe hier eine stabile Energie, viel Stabilität in eine Situation, wo bis jetzt einen Stillstand gab. Es gab sehr wahrscheinlich einen Stillstand, eine Blockade in deine Situation. Eine gewisse Blockade gab es in deine Situation. Egal, worüber wir jetzt hier reden, diese Blockade, also diese Türen, die blockiert waren, öffnen sich für dich. Ja? Es gibt hier, es öffnet sich für dich. Ja, ich sehe hier schon eine gewisse Magie, muss ich dir schon sagen. Also hier habe ich mit Magie zu tun, die Hohepriesterin, das Gericht, 5 der Schwerter. Man merkt hier mit diese karmatische Situation, diese negative energetische Einfluss, was man hier sieht, ja, das sieht man schon in einer Vergangenheit. Es ist wahr.
Also man sieht hier schon eine negative Energie in deine Vergangenheit, was mit Karma zu tun hat, mit Geheimnisse zu tun hat. Man sieht das schon in manche Fälle mit Dreierbeziehung wieder. Man sieht eine komplizierte Situation in deiner Vergangenheit. Das sieht man schon. Aber man merkt schon, die Gerechtigkeit ist jetzt da. Und die Gerechtigkeit ist eine göttliche Gerechtigkeit, was wir hier haben, ja, was sich hier bei dir zeigt. Und es kommt Bewegung in diese Situation. Und wie gesagt, egal wieder, egal was passieren wird, egal wie sich die Sache, diese Kommunikation sich für dich zeigt, Veränderungen sieht man hier in deine Zukunft. Und ich rede für diese Woche, aber ich rede nicht nur für die Woche. Ich denke, das wird deine Zukunft sehr beeinflussen, diese Energie. Und das ist positiv. Es gibt hier eine positive Energie, wo man wirklich viel Geduld gezeigt hat. Wieder, du hast viel Geduld in eine Situation gezeigt, viel, viel Geduld, egal in welche Situation in deinem Leben, aber es kommen Veränderungen für dich, die positiv für dich sind, die in Wirklichkeit nichts mit der Vergangenheit zu tun hat, sondern man fokussiert sich Richtung Zukunft. Also hier ist eine Person, die sich Richtung Zukunft fokussiert. Vielleicht bis jetzt war es anders, man hat sich mehr in der Vergangenheit beschäftigt, aber es kommen Veränderungen und diese Veränderungen hat mit der Zukunft zu tun, nicht mit der Vergangenheit. Ja, und ich habe starke Karten hier, starke große Arkane meine ich jetzt, und ich habe hier den Schicksal. Wir reden hier über Schicksal. Wieder, das ist Schicksal. Das ist tatsächlich Karma. Und man bekommt ja natürlich eine zweite Chance, irgendwie im Leben anders alles zu machen, weil von dieser karmatischen Situation wichtig wäre, dass man lernt. Ja? Und glaube mir, wir haben alle was zum Lernen. Ja? Alle. Und es ist sehr wichtig, weil es gibt hier eine Situation, wo man lernen muss, weil es kommt Bewegung, es kommen Veränderungen in deine Situation. Eine Sache bleibt jetzt dahinten. Ja. Jetzt die Türen eröffnen sich wieder neu für dich auf. Das, was du gespürt hast, wieder, du hast gespürt, die Türen waren für dich alle zu. Also du hast das Gefühl, es hat nichts geklappt. Weder mit einem Wunschpartner, mit der Arbeit, es hat nichts geklappt, es hat alles nichts geklappt. Ja, du hast tatsächlich das Gefühl gehabt, hier ist irgendwie eine Sache, was mit Magie zu tun hat. Das hast du schon gespürt. Das hast du schon gespürt. Ja. Das hast du schon gespürt. Diese negative energetische Energie, die in deiner Vergangenheit war, das hast du schon gespürt. Das war auch Karma, wieder. Das hat auch mit viel Karma zu tun gehabt. Das hat ein Ende. Wieder, ich möchte dir nur sagen, dass das, was du hattest, nicht mehr da ist. Dass du dich jetzt wieder tief atmen kannst, dass du dich wieder frei fühlen kannst. Ja, und dass die Türen für dich alle jetzt offen sind. Ja, es ergibt sich hier eine starke positive Situation. Also man fokussiert sich schon hier in der Zukunft. Und für dich wird gearbeitet, für dich wird hier jetzt gearbeitet. Rat des Schicksals bewegt sich. Ja, du gibst schon diese Vergangenheit den Rücken. Da ist nichts mehr zu suchen wieder. Da ist nichts mehr zu suchen. Ja, und dieses Warten wird sich belohnen. Dieses Gefühl von Warten. Du hast viel Geduld gehabt. Es wird sich lohnen. Es wird sich für dich lohnen. Und die Gerechtigkeit wird diese Arbeit auch machen. Also wieder eine starke Energie hier, was wir hier für dich haben. Nach einer langen Blockade, eine lange Situation von Opferung, Blockade, Stillstand in deiner Situation, alle Türen sind für dich offen jetzt. Ja, also es eröffnen sich für dich alle möglichen Türen. Es ist jetzt
Schluss mit der Situation von deiner Vergangenheit. Es ist jetzt ein Ende da mit dieser Situation. Also fühl dich frei, genau, das ist eine Bestätigung. Und ich wünsche dir, sogar ich bin mit der Energie, guck mal, das ist wie in der Disco hier, oder wie? Also wieder, ich danke dir für deine Unterstützung in meinem Kanal, genau. Und deine Likes, deine Abos, ich sage dir wieder, das hatte ich nicht bis jetzt gehabt. Kannst du dir alle Sternzeichen für heute anschauen? Das war wirklich nicht so. Ja, wir freuen uns alle für dich. Wir freuen uns alle für dich. Wir feiern alle für dich wieder. Ja, also Dankeschön für deine Likes, für deine Abos. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Und wieder, vergesse nicht, also Gott liebt dich und ich liebe dich auch wieder. Ja, bis bald. Tschüss.